Hallo und willkommen beim Rumwaiter. Ich bin heute beim German Rum Festival mit dem lieben Dirk Beckers, der sich bereit erklärt hat, uns ein Interview zu geben. Du betreibst das Rum-Depot, du betreibst Spirit of Rum mit den Rum-Club-Abfüllungen, aber du bist vor allem auch der Veranstalter und damit verantwortlich für das ganze Treiben hier. Genau, so sieht das aus. Das hast du völlig richtig aufgezählt. Herzlich willkommen, schön, dass du das Interview mit uns machst. Erstmal herzlich willkommen auf dem Rum-Festival. Dankeschön und danke für die Tickets. Gerne. Tolles Wetter, tolle Location, muss ich sagen. Wie läuft es bis jetzt? Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, ja. Also, was soll ich jetzt hier rumjammern? Man weiß, dass es ja nicht so einfach ist, sowas aufzubauen, gerade auch in diesen Zeiten, aber es ist einfach wieder eine super Stimmung. Wir haben insgesamt 65 Stände im Start, die präsentieren 120 Marken. Das sind in Summe über 600 verschiedene gefüllte Flaschen mit Liquid. Also es ist für jeden was dabei und ich glaube, wir haben da wieder eine ganz gute Stimmung geschaffen. Wir haben halt sehr viel Platz da auch drin, was den einen oder anderen dazu führt, dass er denkt, so, das ist aber leer, das sind so wenig Stände. Ja. Nein, es sind 65 Stände. Letztes Jahr waren es 70, also wir haben 5 weniger dieses Jahr. Aber du hast halt eben sehr viel Platz. Es gibt kein Geschiebe, kein Gedränge und das macht die Atmosphäre eben auch sehr chillig. Und, es ist sehr angenehm. Das ist mir wichtiger. Ja. Von daher, es ist tatsächlich sehr angenehm. Also gestern, als wir angekommen sind, da standen wir bis vorne vorm Tor. Es sind viele Leute, aber es wirkt zu keinem Moment, zu keinem Zeitpunkt überladen. Es ist sehr angenehm durch die breiten Gänge, aber auch die Stände haben genug Platz und Breite, dass man sich auch an einem Stand nicht unbedingt tummeln muss, sondern dass es genug Leute gibt und genug Platz gibt, dass man auch in Ruhe seinen Rum. Whisky gibt es tatsächlich auch an dem einen oder anderen Stand, aber tatsächlich seinen Rum genießen kann. Ich muss mal gleich die Security. Ja, in meinem Rucksack gab es auch welche, den hast du gesagt, gestern probieren. Ja, also du bist zufrieden. Ich bin zufrieden, ja, absolut zufrieden. Gibt es ein Highlight für dich bis jetzt auf der Rummesse? Also es gab ja auch. Die Frage kriegst du natürlich immer gestellt. Nein, gibt es nicht wirklich. Also ich freue mich, dass man natürlich bei jedem Aussteller, der vorbeikommt. Punkt 1, ich komme vor allen Dingen als Organisator nicht dazu, überall hinzugehen und zu probieren. Also ich habe gestern 3 rumprobiert zum Beispiel und 7 alkoholfreie Bier hatte ich. Also man sieht, die Quote ist hier nicht so, für mich läuft die hier nicht ganz so gut. Aber cool, dass wir wieder zum Beispiel dieses Jahr so ein bisschen diese Independent-Schiene haben, so mit mit Colors of Rum, Mobiles, Chris's Liquors und so weiter, die das erste Mal dabei sind, sind mal wieder mal ein paar neue dabei, ein paar alte, die regelmäßig da sind, alle 2 Jahre kommen, wie auch immer. Insofern. Ja. Hey, Colors of Rum ist auf jeden Fall ein sehr cooler Aussteller, ein sehr interessanter Aussteller. Die haben auch ein Bottling fürs Festival mitgebracht. Genau. Da haben wir ja vorhin die letzte Flasche abgegriffen, also da könnt ihr euch auch auf ein Video freuen. Ja. Ihr habt auch 2 neue Bottles dabei, ne? Wir haben auch 2 neue Bottles dabei, genau. Da haben wir gestern den Rumclub 48 probieren können. Genau, das ist eine coole Geschichte. Das ist der erste deutsche Rum, der von einem Independent-Bottler gemacht wurde. In Zusammenarbeit, also das heißt in Zusammenarbeit, ich habe halt von der Simons Feinbrennerei habe ich halt ein Fass gekauft. Und das lag vorher bei denen schon mal 8 Jahre in Spessart-Eiche, in der vorher Pinot Noir drin war. Mhm. Und dann nochmal weitere 3 Jahre in einem Cream Sherry-Fass und der war auch schon richtig gut. Naja, wir hatten da dieses 10-Cane-Fass und dann haben wir den Rum halt da nochmal reingegeben, haben ihn für gute 3 Monate dann nochmal in diesem 10-Cane-Fass weitergereift. Und das gibt ihm halt schon nochmal ein paar Nuancen mit rein, die im Vergleich zum Original nochmal einen kleinen Unterschied machen. Und das ist eine super spannende Geschichte und geschmacklich halt nicht einzuordnen. Ne? Also wir haben viele das blind rausgegeben. Wir haben gesagt, wir sagen es euch nicht. Und, es ist Jamaika. Ihr braucht in dieser Richtung gar nicht denken und ihr werdet nicht drauf kommen. Aber sowas ist natürlich cool machen zu können. Ja. Ich meine, die Melasse kommt ja nicht von hier, sondern die hat... Die Melasse wurde von der Tres Hombres mitgebracht, also von einem Segelschiff ohne Motor. Genau, also das ist dominikanische Musik. Ja. Sehr cool übrigens, Simons Feinbrennerei hat hier auch einen Stand und da kann man nämlich dann auch mal das Grundprodukt probieren. Er hat nämlich auch selbst noch einen 11-jährigen Rum dabei, der sehr in die ähnliche Richtung geht. Genau. Und dann merkt man noch, dass dieses T-Cane fast nochmal für Nuancen damit reingebracht hat. Also sehr, sehr spannender Vergleich, lohnt sich auf jeden Fall. Von daher kann ich sehr empfehlen, auch nächstes Jahr auf die Messe zu kommen. Apropos nächstes Jahr, kommt wieder eine, ne? Genau, wird ähnliches Datum sein wie hier. Also so eine Location musst du ja auch schon, ich muss die jetzt buchen, weil sonst ist es wahrscheinlich. So, genau. Also, genau. Ich habe mir sagen lassen, dieses Event ist so einzigartig in Europa, was Rummessen angeht. Ist so eigentlich die Rummesse in ganz Europa, die man besuchen kann, weil es gibt nichts Vergleichbares. Gibt es noch Entwicklungspotenzial, gibt es noch Wünsche, Ideen, was man noch machen könnte? Hast du Pläne? Ich habe Pläne so für den Bereich Tasting für nächstes Jahr. Da will ich so ein paar Diskussionsrunden machen. Also zum Beispiel mal das Thema deutscher Rum in der Diskussion mit ein paar Jungs, die das herstellen. Dass man sich da mal auf so ein Podium setzt und sowas ein bisschen mal diskutiert, bespricht und so ein bisschen den Markt mal ein bisschen öffnet und
sag ich mal, die Köpfe der Menschen vielleicht ein bisschen öffnet, dass man sich mit dem Thema auch mal beschäftigt. Also solche Sachen, dass man noch mal ein bisschen mehr Qualität in diesen Tasting-Situationen sozusagen mit reinbringt. Also das ist auf jeden Fall so eine Geschichte, die ganz gut, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Klingt auf jeden Fall spannend. Ja. Du hast gesagt, du musst jetzt schon die Location fürs nächste Jahr reservieren. Wie viel Vorbereitungszeit braucht so eine Messe? Wie viel graue Haare hat es dich gekostet, die zu organisieren? Wie viel Stress deines Alltags nimmt allein diese Veranstaltung in Anspruch? Ja, also es dauert am Ende wirklich ein Jahr. Also jetzt morgen fangen wir an, alles zurück zu transportieren. Also was gemietet, die ganzen Möbel sind natürlich gemietet, da haben wir nichts mit zu tun, aber trotzdem sind es ja noch viele Kleinteile etc. Dann haben wir so eine Woche, um alles abzurechnen, abzuwickeln und so weiter. Und von dem Punkt an, also sprich von nächster Woche an, setzen wir neu auf. Ja, sehr cool. Und dann wird schon wieder angefangen zu planen. Vor allem muss man jetzt direkt auch sich, das, was man jetzt so im Kopf hat, das musst du dir jetzt gleich aufschreiben, weil wenn du es in 3 Monaten machst, dann hast du es eben auch schon wieder vergessen. Kennt vielleicht der ein oder andere. Und, geht uns privat allen auch so, oder? Genau, und deswegen, fangen wir damit an. Und dann dauert es ein Jahr und dann hast du immer zwischendurch mal Phasen, wo es ein bisschen intensiver wird. Dazwischen wird es auch ein bisschen ruhiger. Und dann aber so 4 Wochen davor, da gibt es dann nochmal richtig Schub dann. Und der schlimmste Moment für mich ist eigentlich immer so diese Stunde, 2 Stunden, bevor wir aufmachen. Ja, verstehe. So, man weiß dann, denkst du, es ist alles organisiert und selbst wenn nicht, kannst du es jetzt auch gar nicht mehr ändern. Aber das ist dann schon so ein bisschen Stresslevel, würde ich mal sagen. Und dann geht die Tür auf und dann siehst du die Schlange da draußen und dann fällt es alles ab. Und, das ist aber, glaube ich, wie bei einer Hochzeit, oder? Irgendwas geht immer schief. Ja. Also du hast gerade erzählt, ne? Spülmaschine funktioniert nicht. Genau, die Spülmaschine funktioniert nicht, weil der Besitzer oder der Betreiber gewechselt hat und die kriegen es halt nicht gebacken. Ja. Da haben wir ja keinen Einfluss, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ja. Also, da muss man sich, glaube ich, als Veranstalter auch einfach drauf einlassen, irgendwas wird schief gehen und man muss dann einfach improvisieren und man muss auch damit leben können. Ja, muss man. Also, aber es tut der Stimmung keinen Abbruch. Nee, eben, das nicht. Und du sagst so, ja, das Festival ist besonders. Das ist eben, weil wir es geschafft haben, hier wirklich so viele Menschen zusammenzubringen, wo schon viele Freunde geworden sind mittlerweile. Man sich ja verabredet für das nächste Jahr und alle treffen sich wieder. Ich weiß auch, dass hier Ehen geschlossen wurden, wahrscheinlich auch Kinder gezeugt. Also ich glaube, hier ist so ziemlich alles mal passiert. Also das Zweite würde mich weniger wundern als das Erste, mich jetzt überrascht. Also eine Ehe geschlossen finde ich schon spannend, dass hier Kinder gezeugt werden. Nach dem Pegel, der nach so einer Messe herrscht, das kann ich schon eher nachvollziehen. Ja, genau. Und eben auch viele von den Mitarbeitern sind auch sind halt viele, sag ich mal, so ehrenamtliche Helfer. Also das sind alles aus dem Freundeskreis eben auch. Und das bringt halt eben diese Stimmung. Ja. Es ist eine sehr familiäre Stimmung. Ja. Es ist eine sehr ruhige Stimmung. Also ich kenne das ja von anderen Messen, also auch Spirituosenmessen oder Whiskymessen, was einfach wirklich voll ist und wo es laut ist und wo teilweise dann Leute auch ausfallen. Also merkt man einfach, dass die Leute auch zu viel trinken. Das habe ich hier sehr wenig gesehen. Also es geht sehr gediegen. Gibt's kaum. Ich habe übrigens keine eigene Security hier. Ne? Echt nicht? Ja. Es gibt nur die Security von der Location vorne, die vorne sitzen. Die machen immer so einen Rundgang, aber wir haben keine eigene Security hier. Wir haben noch nie eine gebraucht. Sieht auch nicht so aus, als wenn es nötig wäre. Nee. Ja, wir genießen noch ein bisschen das Wetter, den ein oder anderen Cocktail und vor allem auch den ein oder anderen Rum. Vielen Dank, lieber Dirk, für das Interview. Sehr gerne. Wir sehen uns spätestens nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, weil das lassen wir uns nicht entgehen. Ja, super, freut mich. Alles klar. Dann euch noch viel Spaß hier. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.